Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir Piraten begrüßen die Ehrlichkeit, mit der der Premier in Dünschner singeriert, ob man es zu einem kleinen Teil zugehen hat, was zu Lützeburg nicht gut läuft. Aber das geht bei weitem nicht durch, weil wir sind an einer Multikrise. Logement, Klima, Inflation, Santé, es brennt zu allen Seiten. Wir begrüßen verschiedene Mesuren, die am Kader vom Premier singeriert angekündigt wurden. Sie sind zumindest der Versuch, eine Antwort auf diese Flächenbrand zu liefern. Dass Photovoltaikanlagen können vom Staat auf die Dächer von Privatgebäuden gebaut gehen, begrüßen wir. Also doch genau das, was wir mit dem Sonnergy-Programm seit Mai 2021 hier gefordert haben. Dass der Staat die Anlagen bezahlt, dann sind Leute nur überschreift, wenn das Geld von der Installation nicht mehr ranhört, also eine gute Sache. Just schuld, dass man nicht wissen, auf wen ihr da kommen soll. Wir hoffen, dass der Staat dann auch endlich bei sich selber nicht nur ein Schöpfe mit 10 Schöpfe beilegt, weil die 4% und Anlagen auf öffentlichen Dächer sind für sich geholt ein Schaden. Auch mit der Idee, dass ab einem gewissen Jahr alle neuen Gebäude sollen müssen eine Anlage direkt mal drauf kriegen, die im Zweifel vom Staat gebaut wird. Als begrüßenswert. Wir finden das aber schon 2023 im Gesetz gesehen. Also sehr wie möglich auf Schiffverfall, weil auch hier sieht die Regierung hier kein Datum mehr. Auch da den Nachhaltigkeitscheck bei den Gesetzesprojekten begrüßen wir. Wir hatten das schon für 2 Jahre an einer Motion gefordert. Demut für industrielle Projekte, also nicht mehr für einen Teil von dem, was die Regierung nur annonciert hat. An dem Mut gibt es gesagt, dass wir nicht Macht machen. Aber bon, besser spät wie nie. Und noch einer Proposen hören sich auf den ersten Blick gut und werden wir die Teile noch auf. Mehr Coworking Space. Mehr Betten an den Altersheimen. Wenn da noch ein Dusch dabei ist, ist super. Ein Amortissement, den Amortissement akzeleriert just nach 2 Mal am Leben. Ein Gesetz für interkulturelles Zusammenleben. Eine Erneuerung vom Transparenzgesetz. Ja, das klingt gut. Mit Regierung kann es du aber noch immer nicht so, wenn ich das alles soll kommen. Du kennst junge Seo scheinbar gut, mir ohne konkrete Daten zu nennen, können Chamber und Medien ihre Kontrollmission hier Rappel nicht wiederholen. Herr Präsident, der Premier hat am Dienstag klar wieder gegen den russischen Angriffskrieg fand. Dem können wir Piraten uns nicht mehr ausschließen. Piraten schwätzen sich klar für die Unterstützung von der Ukraine aus. Wir Piraten stellen die Integrität vom ukrainischen Territoire nicht auf Ruhe. Das ist lächerlich, wenn die verschiedenen Parteien hier an der Chambre hören, die sagen, dass wir sehen, sich die neue Realität stellen. Nein, wir unterstützen die Ukraine, wir unterstützen die ukrainischen Bürger, wir unterstützen die ukrainische Nation. Aber wir unterstützen auch die ukrainischen Flüchtlinge, die hier im Land Schutz sichern. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Premier hat das ignoriert von einer großer sozialer Steuerreform geschwärzt. Ich frage mich dann aber, von welchen Reformen schwärzt zumindest keiner an dieser Legislatur, weil also eher in der Reform, bei dem der Längerzehnter komplett vergisst, die Steuerreform, bei der Dividenden nach immer mehr besteuert gehen, wegen der Salär. Also mir gesehen nicht, wo an dieser Legislatur so eine Sozialsteuerreform geschieht wird. Caritas hat uns für kurzem nach ein Jahr an Erinnerung gerufen, dass die letzten 3 Jahre den Armutsrisiko hier im Land nach ein Jahr an die Luft gegangen ist. Und nicht alle Leute sind nämlich betroffen vom Armutsrisiko. Und sie gerade die Leute, die kein starkes soziales Netz haben. Familie und Freunde, die der Armut am schnellsten ausgesetzt sind und die schnell an finanziell die Loch fallen können. Denn Armutsrisiko für länger Zeit an ihr Kanner liegt hier im Land über 40%. Das darf nicht sein. Eine Tüte wird ergehen, dass 1 von 4 Kanner hier im Land mal keine 2 Portionen am Jahr kauft kann kriegen. 1 von 4. Das ist mehr wie nicht mehr traurig. Wir Piraten bleiben Verfechter von einer Steuerreform, wo ihn sich nicht muss bestürden, für einen fairen Steuersatz zu bezahlen, aber wo ihn nicht bestraft wird, wenn er seinen Partner verliert. Und er redet vom Premier als Wort Verantwortung.
ganz häufig gefallen. Als Meinung ist, eine verantwortungsvolle Regierung hält hier das Wort. Also ich stoffe hier, dass kein hier am Land aufgrund für seinen Beziehungsstatus fiskalisch diskriminiert wird. Eine verantwortungsvolle Regierung lauscht die Bürgerinnen und Bürger nur, aber hat nicht, dass sie sich von keinem Lektionen muss gelassen. Das gilt für uns allem an Sachen Steuerpolitik. Die Regierung will mittelfristig ihrem Schwarz Zölle schreiben. Wenn der Runde gelebt, der gelebt auch in der Klasse. An ihren besten Jahren, wo dir nicht fertig brüht, der berühmten Apfel für den Durchstab Zeit zu lehren, hat viel zu doch nicht draus gemacht. Und das haben wir während der Covid-Pandemie auch oft genug kritisiert. Auch heute so immer, eine verantwortungsvolle Regierung verzielt kein Märchen. Weil für die schwarze Zölle muss als Wirtschaft weiter nach oben explodieren. Oder der Staat mehr Steuerreserven anholen. Oder wir müssen irgendwo spüren. Der Premier hat nicht Durchblicke gelöst, aber jeden von den zwei Richtungen nicht, da soll gehen, für mittelfristig das Ziel zu erreichen. Auch hier, Verantwortung überholen bedeutet auch, dass den Plan an den Kompass hat. Wir Piraten haben in diesem Heiligen Haus auch schon oft gesagt, aber wir sollen heute noch einkehren. Wir brauchen eine Steuerreform ohne Hunderte von Ausnahmen. Ob Salär, Dividenden oder Loyen, all Abkommen soll zum Schluss vom Jahr an ein Döppel geheilt gehen. Und darüber sollte man dann den entsprechenden Steuersatz bezahlen. Wir Piraten unterstützen auch weiterhin Forderungen nach einer Erhöhung vom Spitzensteuersatz von aktuell 42% mit stufenweisen Erhöhungen für jeden, der mehr als 200.000 Euro pro Person verdient, bis rob auf 49%. Und wir bleiben noch bei unserer Forderung von einem steuerfreien Mindestlohn und einer steuerfreien Mindestrente, so wie wir das hier am Juli schon durchgelöst haben. Und noch endlich müssen wir monoparentale steuerliche Entlastung besser unterstützen. Ah ja, ich habe der Finanzminister schon mal gut genug gelauscht. Es wird angekündigt, dass der Kredit pro monoparental Wert erhöht wird. Wird man in erster Instanz begrüßen. Aber das geht an unseren Ahnen nicht weit genug. Es sind auch immer länger Zehnder, die nicht von diesem Kreditempo profitieren, weil sie nicht aufruhen. Wir Piraten fordern dafür, dass eine Piste ausgeschafft wird, die es ermöglicht, dass in Zukunft jederin den CIM, also den Kreditempo monoparental, denen zu gut tut, auch direkt auf die Steuerkarte gesagt wird. Dafür wünsche ich Ihnen eine Motion, Herr Präsident. Merci. Das ist bewusst, dass das nicht von heute auf morgen gehen kann. Dafür haben wir auch nicht gesagt, dass das muss umgesetzt sein, aber jetzt soll denen sich ein Piste gehen, wie ihr dahin könnt. Von den Steuern dann zu einem piratischen Kernthema: Digitalisierung. Wir Piraten begrüßen, dass die Regierung weiter an Digitalisierung investiert. Wir hatten ja schon parlamentarische Fragen, zum Beispiel zum digitalen Portemonnaie, aber wir sind auch für so eine Mesure, für Paperassen zu digitalisieren. Wir hoffen auch, dass die Regierung endlich verstanden hat, dass Open Data der Weg ist an ein Bürgerno digital Zukunft. Weil die Regierung hat bis jetzt das Prinzip von Open Data definitiv nicht überall respektiert. Viel zu viele Dokumente sind als PDF oder andere nicht accessiblen und nur dann nicht weiter verwendbaren Formate publiziert gehen. Aber wenn nicht, wo aus der Tonne den Petrol, oh, mittlerweile muss ich nicht so in den Gas, vom 21. Jahrhundert aus, dann muss ihn sie auch exploitabel machen. Und auch wenn es um Open Source geht, mir geht das für diese Regierung Digitalisierung doch Seelen mehr wie ein Schlagwort aus. Covid-Check-App war zwar auf Open Source abgebaut, mit Regierung hat das einfach am Bruch von legalen Lizenzen nicht proper deklariert. Sondern sich gegen Gesetzeverstoß. Auch das stark steckt und ist am Sektor natürlich dementsprechend abgefallen. Hier müssen also definitiv nach Hausaufgaben gemacht gehen von denen zwei blauen Minister für Digitalisierung. Und dann von einem mit positiven Thema zu einer von den vielen Krisen, die das Land im Moment belasten. Herr Präsident, durch die Inflation sind Zinsen
stark geklommen. Verschiedene Leute mussten bis zu 500 Euro per Prädemont mehr bezahlen, wie nach letztem Jahr. Die Schuld geht mir groß. Und das trifft für alle Menagen, die müssen ihre Prä bei variablen Tor aufbauen, die gut gehen oder nur einen kleinen Teil zu einem Tor fix gelehnt kruten. Die Zinsen haben sich zum Teil mehr verdoppelt. Und dafür fordern wir Piraten, dass die Plafond für Zinsen von einem eigenen Prä steuerlich aufzusetzen verdoppelt soll gehen. Herr Präsident. Merci. Wir wollen aber nicht nur die entlasten, die durch heiß genug Peien erreklaren, durch heiß genug Peien überhaupt genug Reklaren hatten, für zu Lützburg nach irgendetwas und überhaupt irgendetwas kaufen zu können. Muss auch denen geholfen gehen, die jetzt Leben lang ihre Leute bezahlen und nächstes wahrscheinlich doch nie draus rauswerden kommen. Denen, die all so Mond suchen, nicht in eine Bank, müssen Proprietär bezahlen, den aber Zinsen auf seinem Prä kann aufsetzen und den eventuell auch nach anderen Investitionen kann aufsetzen, macht heute fordern wir noch ein weiterer, dass der Loyer auch zu einem Teil soll steuerlich berücksichtigt werden. Herr Präsident. Merci. Aber wie Logement sieht, den schwätzt natürlich auch von der Grundsteuer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind erleichtert. Die Regierung endlich an ihrem letzten Amtsjahr mit einer konkreten Propos für die Affäre von einer Grundsteuer kommen. Wir Piraten begrüßen das Initiativ und unterstützen sie. Auch wenn wir Stand heute noch nicht zu 100% mit allen Aspekten einverstanden sind. Wir geben uns zum Beispiel wünschen, dass die Situation von einer länger zehnden Witwen und Witmänner, also Kontribuable aus der Steuerklasse 1a, bei dieser Steuer besser berücksichtigt werden. Die neue Grundsteuer hält, so wie es aktuell ausgesagt, aber weiter unter Tradition fest, und baut sogar Kriterien an, wie ein Equipment und Grundstück sind, und wie ein Service nicht mit dem Grundstück leihen. Da riskieren wir an Eisen an, dann halt rum an die Unsicherheit zu geraten. Wenn die Steuerverwaltung für die Bewertung von meinem Terrain mit errechnet, ob ein Bäcker nicht mit dem Haus ist oder eine Blumenboutique. Und dass ein, der monoparental ist, an sich nach irgendwie erlaubt hat, Haus, das gemeinsam freiert, gemeinsam das Haus zu halten, also allein drauf wohnt, mit seinen Kindern, mehr Grundsteuer muss bezahlen, wie jemand an der Koppel drauf wohnt, das ist für uns nicht nachzuvollziehen. Auch die Bewertung, wie weit der Grundstück von der Stadt Lützburg wegleitet, also an uns nicht zielfeiernd. Für was soll ein von Peiting mehr Grundsteuer bezahlen, wie eine Person von Dickrisch? Wir sind an einer Logementskrise. Und da zählt alle eitlen Terrain, egal wo er leidet. Wir fährten aber das Abstellen von der neuen Steuer, ich inklüde dann auch die für die Brachleihen und Ländereien, als nicht viel bürokratischen Aufwand und Ressourcen voraussetzt. Wir sehen, wie lange sie schon drin geschafft haben. Am Platz der Grundsteuer mir einfach zu machen, will ich ihnen etwas Kompliziertes aufbauen, was viel Manpower in der Verwaltung voraussetzt, einen Doktortitel für zu verstehen, ob ihn da richtig besteuert geht. Und wir als Piraten sind der Meinung, er soll den ersten im Prinzip von der TWR fahren, eine einfache Steuer wirksam und klar für jeden. Dasselbe gilt ja auch für die ungekündigte Steuer auf Bauland. Wir Piraten hatten ja selber schon letztes Jahr beim letzten Etat der Nation eine Gesetzesproposition angeregt, für genau so eine Steuer auf Bauterrain anzufeiern. Übrigens eine mehr sehr progressive Steuer. Die Regierung war als Propos nicht gut genug, also sie wollte ein besser machen. Ein bisschen schmunzeln muss man dann aber, weil zwischen also Proposen, die von den Piraten an der Majorität, leihen kein Riesenunterschied. Hauptsächlich Montagen, hauptsächlich Jahren, wenn sie greifen. Also gut, nun, der das dann wahrscheinlich dem Französisch geschuldet, hat er praktisch von unserem Vorschlag überholt. Dafür kann ich Kritik, die Regierung demnächst in unserem Propos gemacht hat, auch nicht mehr ganz nachvollziehen. Außer
Es wäre eine Detailfrage gewesen, dann hätte man kein Event Detail schwätzen und dort zusammen schaffen, dann hätte man schon eventuell etwas zum Wort können bringen. Ich sehe nicht wirklich, wo Propos die Lofier Leute besser sollen sein, wie die für ein Jahr. Schon darf ich einfach mal die Regierung präsentiert ideell lieber selber, weil sie präsentiert zu kriegen. Mit dem da können wir ganz gut leben, es geht aus dem Tag, und gute Ideen sind da für kopiert zu gehen. In dem Sinne freue ich mich auch, dass das Gesetzesprojekt zum Mietgesetz, das schon 2020 hier in der Chambre deposiert wurde, nach irgendwo auf fin fond du terroir rumfand hat. Viel Zeit ist nämlich unter dem vergangen, bei den Annoncen vom Wohnungsminister muss ich dann aber feststellen, dass nicht viel Neues beim Überschaffen vom Gesetz dabei kommt. Außer den neuen Deckel von den Loyen auf 3,5%, den ich auf den ersten Blick bereisen kann. Weil hier sind Preise am Land seit 2018 regelrecht explodiert. Über 20.000 Städte gehen über tauschend von ihrem Revenu aus für die Löhne. Und trotzdem wird diese Mietdeckel nicht mehr begrenzt den Impact auf die Lokationspreise haben. Für ein Appartement, das 1 Million wert ist, kann in der Zukunft, so Kondition, dass den Taut kauft, weil zur Re-Evaluation kommt, für ein Appartement, das 1 Million wert ist, kann in der Zukunft dann nicht mehr nach 35.000 Euro am Platz 50.000 Euro zu erfreuen. Pro Monat sind das 2.900 Euro. Die Summe sind im Lokationsmarché dann aber nach echter Seelen. Für den Preis kriegt er aktuell übrigens 90 Quadratmeter mit 2 Kummern, um Lampersbirsch zu lohnen, auch wie aus Amateur. Aber wenn wir schon bei den Amateuren sind, dann muss ich immer erklären, wie in einer Reform ist, für Preise zu bremsen. Und dann eine Kommunike rausgeht. Die sieht, dass Preise sogar noch weiter klammern können, durch das Prinzip von der Re-Evaluation von Kapitalinvestie. Wir müssen auf alle Fall sein, hier in Deckel und die Evolution von den Wohnungspreisen anzupassen, für extrem abhöhen zu verändern. Wir sollten auch nicht auf der einen Seite A, wir wollen Preise bremsen, für auf der anderen Seite B, eine Kommunikation herauszuschicken, wo der die Leute nach vierreichen der Preise sogar an die Leute gehen können. Und so müssen wir an der Rubrik Logement dann noch sagen, dass wir die vielen Maßnahmen, die hier endlich mit konkret gehen, um Fond begrüßen, an der Form und am Detail, aber noch viel zu schaffen ist. Gleichzeitig muss man dann auch kritisieren, dass viele Maßnahmen an uns einfach deutlich zu spät kommen. Zentrum, dass diese Regierung Verantwortung hier im Land überholt hat, als die Wohnungskrise recht so richtig erschwungen kommt. Wir haben die Promoteuren und die Großgrundbesitzer viel zu lange hier im Land den Marché allein überlassen. Da muss endlich Schluss sein. Denn das hier Logement ist eine Priorität für das Land, und auch wenn wir Piraten sicher nicht mit allen Punkten erkommen von den Maßnahmen auferstanden sind. So fand er um Fonds von den Projekten als Unterstützung. Wir sollten nicht nur als Chambre weisen, dass man echt von der Situation erkannt tun und das Projekt schnell durch die Legislativprozedur bringen und sie nicht drin an einem Tierrang verschwinden lassen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es existiert hier im Land neben dem Wohnen aber noch ein Weide. Eine ähnlich große Priorität, und das ist die Umwelt- und Klimapolitik. Wenn der Premier bei seiner Rede gestern noch gelauscht hat, dann hat er die Impression gehabt, dass diese Regierung verstanden hat, dass man unseren Planet und unsere Ressourcen schützen muss. Dass man muss wegkommen von fossilen und nuklearen Energiequellen. Auf dem Punkt sind wir als mit der Regierung zu 100% eins. Der Klimawandel ist die größte Gefahr für die ganze Menschheit, aber betrifft auch das Land. Aber weiß er, dafür geht nicht genug. Vom Tornado 2019 über die lang dröschenden bis hin zu massiven Überschwemmungen. Natur hat sich verändert. Entweder geht es zu wenig oder es geht zu viel. Mit genau den richtigen Maßstab haben wir nicht. Wir sind in einer Periode, an der die Extremwetteren immer mehr heftig gehen. Wir müssen nicht los. Auch zu Lützeburg konsequent handeln. Erstens aus Eigeninteresse, mir auch aus Solidarität zu den Menschen auf anderen Plätzen auf der Welt und zu den Menschen, die nur uns kommen. Wir Piraten teilen zwar auch heute den Premier seine Vision, aber wir teilen nicht seine Konstanz.
wo Lützburg aktuell drauf ist am Kampf gegen den Klimawandel. Wie schon am Anfang gesagt, begrüßen wir, dass das Propos über die bezahlbare Photovoltaik soll kommen. Auch wenn nachher nicht gewusst ist, wie nie. Es mag ja stimmen, dass letztes Jahr auch 4,6 Millionen Kilometer mit Elektroautos hier im Land gefahren sind. Aber wie viele Millionen oder Milliarden Kilometer sind an derselben Zeit nach mit Diesel oder Super R 90 über die Straße gefahren? Jahr für Jahr hält Lützburg beim Earth Overshoot Day Silbermedaille, was der Verbrauch von Ressourcen geht. Und das soll keine Ambition für uns, für die Goldmedaille zu kriegen, weil die geht am Moment von Katar gehalten. Es könnte noch viel weiter Beispiele holen und auch die Regierung an ihren Verwaltungsapparat an Verantwortung holen. Weil immer noch die Staatsgebäude mit Gasheizungen oder Masut gehetzt. Und im Bereich des staatlichen Wohnungsbau sind noch immer Projekte am Bau, die mit Gas hetzen. Herr Präsident, wir wünschen uns für uns alle eine konsequente und ehrliche Politik. Der Premier hat gestern ein Pirouette gedreht, was den Gaspreisdeckel auf EU-Niveau geht. Für dich kriegen wir hier in der Chambre gesagt, dass die Regierung einen Deckel auf EU-Niveau gegen unterstützen, für Solidarität und Zusammenhalt mit den anderen Mitgliedstaaten zu holen. Es will den einen Deckel. Oder vielleicht aber ein Korridor oder etwas anderes, wo man es nicht mehr so versichert, weil es kommt kein Klo aus. Und dann hieß die Idee schon noch aus der Presse, dass unser Premier und unser Energieminister diese Forderung zusammen mit Deutschland blockieren. Deutschland, die sich bei den Gaspreisen geht, am Moment alles anders, die solidarisch verhalten. Wir sind das Tinnern hier leid. Wir wollen wissen, wie die Regierung zum Gaspreisdeckel steht. Und wir wollen eine Regierung, die sich schon hier die Wut in der Chambre hält. Und nicht zwei Tage drauf aus der Presse gewohnt gehen, dass es drin ähnlich war. Was auch so in der B machen geht, so fanden wir Piraten es auch absolut inakzeptabel, dass Leute, die sich den Strom oder den Gas nicht mehr leisten können, aber den Grund zugedrängt kriegen. Der Premier und Energieminister hatten heute Bande versprochen, dass kein, der seine Rechnungen nicht kann bezahlen, muss Fährten am Kahlen und am Deichtren gelöst zu gehen. Das stimmt aber nicht. Wir Piraten wissen mittlerweile von vielen Fällen, wo die Leute allein gelöst kaufen. Also ob einmal kein Gas oder kein Elektrisch mehr hatten. Ich würde die Regierung noch ein Kehr auf sich und hier die Wut zu halten. Halt ob die Leute ohne Geld den Strom zu sperren. Halt ob die Leute Familien kann am Kahlen sitzen zu lassen. Halt, er hat Wut, non die Dieu. Oh! Was ist gelöst, Herr Klemmer, der Tote, das ist eine Terminologie, die haben wir das im Haus nicht erlebt. Das. Herr Präsident, können wir von Schrift einen Artikel aus dem Reglement zitieren? Herr Präsident, können wir von Schrift einen Artikel aus dem Reglement zitieren, wo das drauf steht? Das ist 37. Okay, wir holen das dann zu Protokoll und wir gucken, ob non die Dieu da drin aufhält. Wenn nicht, haben wir vier, dass das, würde ich auch schon einen Termin hören, haben wir vier, das aber noch einmal an der Konferenz des Präsidenten zu thematisieren, Herr Präsident. Weil Ihren Ausruf als auch nicht unbedingt der Neutralität vom Präsidenten wird gewirrt. Ja, auch das könnte man einmal über die Fairbehandlung zwischen den Parteien thematisieren, Herr Baum, da den Heilbannen das Pferdespur tut, durch reglementäre Stricken, 8 von 60 Deputierten das Stimmrecht an einem Gremium, den über die Nordre du Jour entscheidet, wegzuholen. Herr Premier, mach dir keine Sorgen, über wie viel Zeit ich noch habe. Ich kriege mein Zeit gut geregelt. Mach dir keine Sorgen damit. Herr Klemmer, natürlich, der ist einfach kein Zeit für einen Vorkommen, aber dann assistiert nicht noch drauf. Nur das ist mein negatives Thema dann. Etwas, weiterem mit Positives. Bürgerbedeelung. Ich will dann noch nach einem Wort zur Bedeelung so, nachdem ich mich hier habe, was der Mangel teilweise der Bedeelung hier an der Chambre konnte auslösen. Und zwar der Klimabürgerrat, der vom Premierminister noch vom Chambre-Präsident schon ein paar Mal als innovativ, neu demokratisches Instrument gedeutet hat. Wir fanden es gut, dass die Regierung so einem Bürgergremium Chance gehen hat,
für sich zu beweisen. Ich stelle fest, dass sich die Meinung von der Majorität zum Bürgerrat geändert hat. Das Friedals, weil 2019 hatte man nämlich einen Gesetzesvorschlag für die Aufhebung von einem permanenten Bürgerrat nun welche Modelle gerecht, weil die übrigens weiß, wie innovativ es wirklich ist, weil es an der Nordbisch-Region von der deutschsprachigen Welt schon mal lang. Demals wird die Regierung sich kritisch und zurückhaltend gegen die Vermeidbürgerbedeutung ausgeschwärzt. Die Regierung schwätzt also gerne von Partizipation, aber eigentlich wäre doch nicht eine Scheinpartizipation, weil nicht mehr zu einem Thema oder zu einem Themenkomplex diskutiert wird, aber nicht zu all den Themen, die vielleicht nötig wären. Die Regierung läuft sich, dass Leute eine politische Partizipation haben, und nennt als Beispiel den Klimabürgerrat. Sie schwätzen groß davon, wie gut der Rot ist, wie gut er es geschafft hat, aber wie wichtig ist es, dass Leute sich politisch beteiligen können. Knapps kommen dann aber die ersten Resultate auf den Tisch. Dann ist ein Minister, ja sogar ein Vize-Premierminister, an den Medien, den hier Resultate aber direkt wegspätscht. Und das offensichtlich direkt will an den Tierang lehren. Wir sind als Basisdemokratische Partei der Meinung, dass der Bürger bei allen Themen hier im Land muss abbannen und nicht nur dann ein Gremium an die Leber rief, wenn er einem an den Kron passt. Herr Präsident, dann noch zur letzten Krise, die sich mit großem Urlaub angekündigt hat. Wenn wir heute über die Lage von der Nation schwätzen, dann kommen wir leider nicht allein, für die Gesundheit von der Nation zu schwätzen. Und das ist nicht gut. Gesundheitspolitik hier im Land peift aus dem letzten Loch. Wir haben vielleicht Covid-Pandemie bis jetzt hat uns gebracht. Mehr außer im Bereich von Covid ist nicht viel Konkretes zur Verbesserung des Gesundheitssystems gelegt. Am Gegenteil. Das Problem vom Personalmangel am Gesundheitsbereich ist hinter langem und nicht recht hinter dem Covid bekannt. Und trotzdem ist in den letzten Jahren nicht viel geschieht, für die Arbeit an dieser Branche mehr attraktiv zu machen. An ihre Arbeit mehr wert zu geben. Die Spitäler laufen die Leute davon. Ein weiteres Beispiel von diesem politischen Versuch in der Sättelbrück, wo die Probleme ja mittlerweile so groß sind, dass sie überhaupt nicht wissen, was sie sind. Eine Maternität die Woche lang zu Hause, Kardiologen, die im Ende vom Jahr alle guten fort. Die Leute im Norden kann ich bald nicht mehr nach Roden, am neuen Jahr nicht mehr kein Herzinfarkt zu machen. Sonst könnte es sein, dass aufgrund von jahrzehntelanger falscher, respektive nicht vorhandener Gesundheitspolitik sterben. Weil sie nicht rechtzeitig bei den Kardiologen kommen und auch in einem reichen Land wie Lützburg. Den Hohn ist doch, wo bei einer Seance zu einer Petition rauskommt, dass eine Privatassoziation muss mit Geldern einen Doktor bezahlen, wird dort keine zwei Doktoren mehr fehlen. Mir just nach ihm. Das ist ein Debakel par excellence an einem Diktat für Gesundheitspolitik von den letzten Jahren. Der Conseil économique et social warnt aus einem letzten Avis für darum, dass es nicht so weiter kann gehen. Wir brauchen eine Veränderung von unserem Gesundheitssystem, sonst lebt das ganz den Keier riecht an die Mauer. Wir brauchen auch zuletzt eine Reformwillen, für dieses Problem umzugehen. Wenn den CS richtig schreibt, müssen wir alles auf die Liste stellen. Von den Kompetenzen von verschiedenen Berufen, über die Ausbildung bis hin zu den Rechtspflichten von den verschiedenen Gesundheitsberufen. Ich hatte gehofft, der Gesundheitstisch wäre den Gremium gewirkt, wo kein Tabu gegeben, weil der Gesundheitssektor gut der Gesellschaft zu denken. Aber auch das dauert und dauert. Die Regierung muss endlich damit aufhören, zu probieren, mit Plostern eine arterielle Blutung zu stoppen. Herr Präsident, für meine Konklusion danach ein Wort zur Bildung hier im Land. Der jahrelange Mangel an qualifiziertem Personal besteht nicht nur im Bereich von der Santé, sondern im General auch im Bereich vom Handwerk. Der Educationsminister schwätzt immer nicht davon, dass Handwerk nicht mehr eine große Unerkennung soll kriegen und du baust ein besseres Image soll kriegen, um Terrain mit den aber wenig davon. Noch immer fehlen nun allen Ecken an einen Handwerker an der Matten an einer Logementskrise, wo all qualifizierten Handwerker oder Handwerkerinnen dringend gebraucht wird. Nehmen durch Medienkampagne werden man nicht mehr Junker an die Berufe kriegen. Muss ich den Schülerinnen und Schülern an der Schule weisen, was die Chancen von so einem Beruf sind, was die Chancen von der Selbstständigkeit sind. Der Staat muss auch endlich aufhängen, seine eigenen Handwerkerinnen und Handwerker auszubilden. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Wir Piraten sehen ein paar richtig, ein paar Move-Akzente. Die Regierung sagt verschiedene Probleme an, kennt aber viel zu spät
mit Lesungsvorschlägen. Das Lesungsvorschläge sind nicht genug, für den Multikrise Meister zu gehen. Die Regierung nennt große Projekte an Punkt erneuerbare Energien, ohne aber zu fragen, wen ja wen das soll kommen. Wir haben beim EU-Gaspreisdeckel gesehen, dass in der Regierung nicht immer geleben kann, dass aufs A oder B kann gehen, wenn sie die Sachen an der Chambre verspricht. Und dafür werden wir sie und ihren Toten an den nächsten 12 Monaten müssen und nicht an die Versprechungen von dieser Woche. Es ist eine Schmerzen. Merci vielmals, Herr Clement. Hast du denn Crew, die ich beantworten soll? Das hast ich freigestellt. Herr Premierminister, ich verweise ganz gern auf die Sitzung, wo wir als Motion deposiert hatten, die nach während ich sie deposiert hat, wo das also noch nicht mogeliert konnte, tun, dass ich schon als Superfetatoire deklariert tut. Da war ich sich davon ausgegangen, und das habe ich auch auf der Tribüne gesagt, dass die Motion ja dann mit so Prä-Zustimmung können treffen, weil das ja alles sehr für die Regierung will machen. Du, wie wir hier nur diskutieren tun, hat als ersten Energieminister eine Version von der Fähre gehen, dann hat dir als Premier eine zweite Version von der Fähre gehen, aber wie wir dann 2D-Strop bei RTL das Statement von ihr, oder paraphrasieren vom Statement von ihr, nur dem Konzei gelesen haben, war du eine dritte Version von der Fähre. Los hat mir, wie eine Chambre soll die Regierung kontrollieren, wann innerhalb von 2D die Namensregierung aus zwei verschiedenen Männern drei verschiedenen Varianten von der Namensterminung für sich geht.